Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Star Wars Republic at War. Irgendwie, ich komme kaum hinterher mit dem Aufnehmen. Das muss ich. Ich habe das Gefühl, ich scheiße das aus wie nix. Ich überlege gerade, wie ich nach Ortmanns Held komme. Mir wurde gesagt, über Coruscant, aber das ist ja noch weiter. Das ist eigentlich, müsste es doch von hier sein. Naja. Das sind zwei Flotten. Warum ist Grievous jetzt da? Grievous sei da. Fregatte meldet sich. Du fliegst mal hier runter. Warte, warte. Fregatte meldet sich. Ja, ja, meld dich weiter. Und wir fliegen weiter. So, damit war es dann mit der. Was? Triebwerksprototypen? Damit war es dann mit der Großkampfschiffsproduktion. Der, Dingsbums. Da sind sie. Der Republik. Die Republik soll nur kommen. Hallo. Sehen Sie zu, dass Ihre Droiden ihre Aufgabe erfüllen. Das tun sie immer. Alle Kanonen in Schussposition. Ihr bleibt da stehen. Das ist unmöglich. Alle werden es unabhängig. Gesagt. Oh, cool. Das ist, Pordens. Nein. Pordens, Pordens, Pordens. Ich muss noch irgendwo einen haben. Pordens. Schnell mal ran. Und da kommen immer mehr, das missfällt mir. So. Die Bomber sagen nichts, oder? Nö, die Bomber sagen nichts. Ja, ich hatte kurz die, nennen wir es mal, Befürchtung. Dass ja hier auch immer überall nur englische Texte verwendet werden. Ach, mach die auch weg. Aber da haben wir zum Glück Glück gehabt, dass alles doch so funktioniert wie soll. Weil ich hatte dort diese eine Sache da, dass wir eben eine andere Mod gespielt haben, die eigentlich auf RW basiert, aber halt trotzdem irgendwie nur englische Texte genommen haben. Ich weiß nicht warum. Oh, wie küssend! Was tust du? Ja, für. Beweg dich mal, Lavalons! Da hinten habe ich doch noch irgendwo Arcs drin, da hinten. Los, komm! Na, mein Name ist Q-Sand. Ja. Kämpf mal dagegen, los. Alle Waffen, Feuer! Böser, böser Venator, macht meinen Arm die Q-Sand kaputt. Der hat doch gar nichts getan. Okay, selbst wenn hart, der hat doch gar nichts getan. Dann. Irgendwie den falschen Hangar zerstört, oder? Das war nicht ein. Ach, das war ein Q-Sand. Nehmt eure Verstärkung. Luca? Na, ich weiß nicht. Ich will nicht noch mehr Schiffe riskieren. Ich weiß nicht, warum der nie volle Sachen spawnt. Ja, Sir. Komm, los. Ja, das Blöde ist, du denkst, ich denk mir so, bist ein bisschen müde, bist ein bisschen, nicht mehr so stimmungsmäßig, weil du halt schon, weil ich halt eben zum Beispiel, ich glaube 2 Stunden mit Lynch aufgenommen habe. Und Terra und, ja, da ist dann irgendwann schon alles gesagt. Ja, und dann auch noch RW für morgen aufnehmen, uiuiuiui. Dass die Lukox chillen mal wieder. Na, wie geht's denn so? Ich bin ein Donut. Wir haben gesiegt. Ich hab ein Loch in der Mitte. Das sind die Gedanken eines Lukaks. Mein schöner WQ-Sand. Menu. Muss sofort nachgebaut werden. WQ-Sand, und zwar 2. Einheit wird produziert. Ernsthaft? Da sind Bodentruppen im Orbit. Gut, hab ich kein Problem mit. Ja,
Unsere primitive Lebensform. Primitiv, Mensch, ja, das passt. Hier ist ja jetzt die Malevolence nicht dabei, da müssen wir mehr Qualities haben. Ja, vier Stück. Ihr dürft jetzt angreifen. Ne, vier Stück hätten wir auch eben. Hm? Ja, gut, dann schon. Bomber. Tries. Ihr seid meine Eins. Los, bewegt euch! Schnello! General. Ja, geh jetzt dorthin. Ja, Cusant. Cusant. Ja, ihr seid Jägerabwehr im Prinzip nur. Roger, Roger. Neben den Jägern, die auch eine Jägerabwehr sind, gibt es natürlich noch auch Jägerabwehrschiffe. Genau, macht weg. Macht den Mist weg. Sind. Oh, ATTs. Das ist praktisch. Ja, auch cool, wenn du verschiedene Luftangriffe anfordern könntest. Zum Beispiel, ja, was weiß ich, Try-Bombardierung. Nicht Bombardierung, sondern Try-Angriff. Wie zum Beispiel in der Clone Wars-Folge, die darauf basiert, dass halt die Separatisten, was waren das? Welcher Schwester der Nacht? Welt? Datum hier, genau. Was? Jetzt wollen sie doch abhauen. Na gut, lass ich so. Am Ende hätte diese Raumstation noch irgendwelche unserer Schiffe angekratzt. Tschüss. Das waren eh gespawnte Einheiten von daher. Und das waren alle unsere Jäger. Aber die sind ja unendlich. Die Unendlichkeit der Druidenarmee, ne? So, und wo ist ja eigentlich hier die Bodenstreitmacht? Hier habe ich eine. Fregatte meldet sich. Hier habe ich eine. Sollen wir Bane nehmen oder nehmen wir dich? Komm. Outer Wimp. Fregatte meldet sich. Genau, wir können ja einen Umweg fliegen. Zerstörer meldet sich. Der braucht noch ein bisschen. Hier von mir aus. Auch genau hier. Da haben wir ja noch was. Blub, blub. Gebäude wird errichtet. Kann ich jetzt eigentlich von da nach da? Ja, könnte ich. Damit wir endlich wieder Kessel befreien. Ein bisschen kesseln, ne? Das muss kesseln! Wieso kann ich nicht von hier nach hier? Das ist doch dreist. Menno, ich wollte Coruscant als letztes erobern. Ah ja. Gut. Jetzt geht's ja kaum noch um Aufbau. Jetzt müssen wir hier einfach... wir sind im Prinzip jetzt in der Phase, wo wir... im Prinzip alles durcherobern. Triebwerksprototypen. Uiuiuiui. Advanced Technology. Hallo. Wählt eure Verstärkung. Gunship. Ziel eingegeben. Maximal. Wir müssen sicherstellen, dass das, was mein Meister auf den Weg gebracht hat, nicht gefährdet wird. Wieso? Ja. Halt mal die. Das ist doch die Kampagne. Das ist doch eine Kampagnen-Map, oder etwa nicht? Verstanden. Hier kommt mir sehr nach Kampagne. Ach, Ziel eingegeben. Ja, sehr nach Kampagnen-Map vor. Ich werde dort. Wir müssen irgendwo. Die okay, nee, Ziel das ist eingegeben. Nicht. Ja, Sir. Wo ist der Energiegenerator? Ich werde dort sein. Das Praktische ist, aktuell hat er ja noch keine Sachen aufgebaut. Ja, Sir. Verstanden. Hallo? Ich werde hier. Dort sein. Genau. Ziel eingegeben. Ja, Sir. Wir können schon mal euch da in Position begeben. Ihr müsst eigentlich doch nur den Energiegenerator zerstören. Das wird, kann doch wohl nicht so schwer sein. Dann kappen wir noch einen Anflug und dann haben wir. Die Türmchen weg! Stell davor! Ziel eingegeben. Mach Sachen! Ziel irgendwo, los! Einen Bauplatz verloren. Keine Bauertürme, kein Problem. Ich werde dort. Sollen wir noch die Einheimischen ein bisschen für ihren Verrat bestrafen? Verstanden. Zu Befehl. Ich weiß nicht. Ziel ausgewählt. Nein. Ich werde dort. Und da der anscheinend auch kein Interesse daran hat. Ja. Ach, nicht sein Ernst. Wieder zurückfliegen, Lars. Na, ich brauche die Verstärkung.
Ziel eingegeben. Ja. Einmal drehen. Aktiviert. Gegner wird aktiviert. Verstanden. Ich werde dort Ziel Bam. Greife Ziel wie befohlen an. Sei ja, brav. Verstanden. Ziel anvisiert. Ich werde dort. Die mischen weg. Weg mit denen. Ziel so. Aufgewählt. Aber was ist an weg Ziel eigentlich so schwer zu verstehen? Ja, Sir. Besteht aus drei Buchstaben. W, I und K. Oder möchtet ihr die genaue Bedeutung dafür haben? Landezone gesichert. Gegner wird angesichert. So, Wählt eure Verstärkung. Star Wars. Panzer. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Ja, Sir. Ziel eingegeben. Dann noch das, dann kriegen die überhaupt keine Produktion, verteilten ja, Nachschubsproduktion. Darum. Und das noch ein Schild. Auch wenn es vollkommen Ziel unnötig ist, aber es zählt halt als Gebäude. Ziel anvisiert. Wiedersehen. Verstand. Ich werde dort sein. Most unfortunate. Was? Habe verstanden. Zu Befehl. Die Sache ist halt die. Ich bin schon wieder irgendwo Yidis. Ziel eingegeben. Stellt ein Muster. Und das, bis unsere Bombardierungen fertig sind, dauert es noch ein bisschen. Aktiviert. Wie wär's, wenn einfach mal meine. Alle Kampf treten? Schnappen wir sie uns. Ja, Sir. Ja, Sir. Habe Look, ne. Was ist das? Ein Fahrzeugabwehr. Ah, da ist eine Jedi. Ich glaube, wir brauchen mehr Feuerkraft. Wir haben einen Bauplatz erobert. Die Jedi ist auch so schnell nachspawnen. Ziel anvisiert. Überall kommt man auf die. Egal, was man tut. Geschützturm wird gebaut. Komm mal her. Nein, ihr bleibt hier unten. Ja, Sir. Habe verstanden. In der Hoffnung, dass sollte ein kleines Sieg auftauchen. Ah, da kommt er. Böse. 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 Natürlich. Witzig. Beide oder was? So, wunderschön. Bombardement verfügbar. Wo ist denn jetzt Matze? Matze. Ja, Sir. Du bist ein Zivilist. Also Pseudo-Zivilist. Oh nein. So, da wir aber jetzt Sicht haben, können wir durch unsere überlegene Einheiten das Ding direkt angreifen. Ziel ausgewählt. Ziel eingegeben. Na toll. Einheit zerstört. Boom. Müssen wir neue anfordern. Müssen wir mal wieder nachbauen. Da mal hinfahren. Boah, ein Glück, dass die KI so dumm ist. Ja, Sir. Greifen Ziel wie befohlen an. Anstatt einfach mal die Einheiten da anzugreifen, ne? Ja, Sir. Ziel ausgewählt. Bisschen rumböllern. Wo ist denn jetzt Matze? Ich suche Matze. Matze? Ne, ich sag schon. Alter! Greif den Mist an! Danke. Das Ding lebt noch! Wie viele Raketen hält er aus? Ziel eingegeben. Der Pilot wäre schon lange tot. Ja, Gegner wird anvisiert. Ich will die kinetischen Schilde von den Dingen. Ich weiß nicht, was es ist. Habe nee, nee. Na, no, meine Gunships. Seid ihr eins. Der Eins! Der Nummer Uno! Das einzig Wahre! Verstanden. Danke! Ich werde dort Ziel eingegeben. Da läuft es! Bomber! Bomber! Boah, der überlebt alles, das Kind! Dieser Elende! Raketen. Und Superkampfregel. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Produktion gestoppt. Wo ist er schon wieder hin? Ja, Sir.
Alter, der bekommt viel zu viel Leben zurück. Was ist denn da? Den kriegt man nicht umgebracht. Die sind viel zu stark. Ziel ausgewählt. Komm schon. Ja. Waffen aktiviert. Alter, als wird der so schnell heilen. Was ist das? Ich werde dort sein. Wählt eure Verstärkung. Artillerie. Panzer. Der heilt halt auch. Weißt du, ich beschieß den mit Raketen und schweren Geschützen. Aber der denkt sich so, nö. Ich hab Besseres zu tun. Du bist langweilig. Ja, Sir. Greife Ziel wie befohlen an. Alter. Aktiviert. Roger. Boah, das Ding bitte. Das da. Ja, das da. Ziel ausgewählt. Boah. Ja. Braucht die Orbitalbombardierung dringend. Ja, mach weg. Ihr habt dem Ding Schutz gegeben, ich bin pisst. Waffen aktiviert. Los! Ja, so. Gegner wird anvisiert. Weite Ziel wie befohlen an. Jedis! Ja klar, zack. Panzer fast zerstört. Wie gesagt, von meiner Meinung nach sind das als Einzelperson immer viel zu stark. Ich mag das auch nicht, wenn Einzelne, egal wo, ob es jetzt hier in Star Wars ist, ob es jetzt in irgendwelchen anderen Serien ist, ich hasse sowas jedes Mal. Deshalb mag ich auch keine Superheldenfilme. Kommt ein einzelner Mann und bringt einfach alles um. Der Gegner wurde besiegt. Viel zu viel verloren, ey. Gegen die. Plo ist halt nicht stark, aber die. Uiuiui. Sie ist umsonst. Wir sind keine Soldaten. Deshalb mag ich auch Clone Wars nicht. Das ist alles so viel zu hart übertrieben. Kontrolle über das System erreicht. Wird so. Gebaut. Hier erstmal. Was haben wir verloren? Kampfreden. Da. Das machen wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, das ist normale Folgenlänge. Naja, damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen. Ciao.